Jetzt in Bunte Live. Star-Aufgebot beim Wimbledon-Finale. Wer den Tennisprofis fast die Show gestohlen hätte. Neue Luxusvilla auf Mallorca. Mit wem Wolfgang Porsche hier wohl einziehen wird? Und Streit um Helmut Bergers Testament. So kämpft seine Witwe jetzt um ihr Erbe. Ja, Bunte Live im vollen Haus. Zeit für die Schönen und Reichen. Und wir schalten dazu direkt in die Bunte Redaktion nach München zu Barbara Fischer. Hallo nach München, liebe Barbara. Hallo. Ja. Die gesamte Promi-Elite der Welt scheint sich als Teil der High Society beim Finale des Tennisturniers in Wimbledon zu tummeln. Die Faszination scheint größer denn je. Wimbledon. Die Tenniswelt hat einen neuen König, Carlos Alcaraz. Im Wimbledon-Finale über 5 Sätze dominiert der erst 20-Jährige den Tennisstar und Dauersieger Novak Djokovic. Die Show spielte sich jedoch auf den Rängen ab. Die Promi-Dichte größer als auf jeder Weltpremiere. Keine geringeren als Megastar Hugh Jackman, James-Bond-Darsteller Daniel Craig und unser Mann in Hollywood Daniel Brühl verfolgten das spannende Finalspiel. Völlig aus dem Königshäuschen waren aus Spanien, Griechenland und England die Prinzessinnen und Prinzen, Königinnen und Könige. Für Prinzessin Charlotte war es das erste Wimbledon-Spiel. Im Anfeuern steht sie ihrem Bruder Prinz George jedoch in nichts nach. Ein Finale zum Staunen auf und neben dem Platz. Ja, Barbara, was für ein Spektakel. Was macht die Faszination Wimbledon so besonders, dass gefühlt eigentlich alles, was Rang und Namen hat, dieses Finale besucht? Ja, man muss einfach sagen, es ist wirklich so das prestigeträchtigste Tennisturnier. Und gerade für die Sportler ist es halt so besonders, weil wer dort siegt, ist wirklich eine Ikone. Das haben wir ja auch gesehen bei Boris Becker damals. Er hat ja mit 17 so Wimbledon zu seinem Wohnzimmer gemacht. Und ja, ist trotzdem seit seiner Skandale immer noch diese Sportlegende. Also einmal das. Und Wimbledon ist natürlich mit ganz viel Eleganz und Tradition verbunden. Also es gibt ja ganz klare Regeln, auch was den Stil angeht. Also die Männer mit Krawatte, mit Anzug, Jackett, die Frauen auch, eigentlich immer in einem klassischen Kostüm. Dann ist natürlich auch ja, die Königsfamilie dort, auch der ganze andere Adel trifft sich. Außer Hüte, Hüte sind nicht erlaubt, weil man will natürlich nicht die Sicht ja, von anderen Leuten sozusagen ja, kaputt machen. Aber es geht halt wirklich um Prestige, um Classic, um Style und ich glaube deswegen ja, kommen auch alle Hollywood-Stars dorthin. Ja, ganz genau. Und es geht natürlich vor allem um den Sport, aber trotzdem die Frage, was waren deine Highlights mit Blick auf die Promis in Wimbledon? Ja, ich habe mal meine 3 Lieblingsfotos mitgebracht, die mir ins Auge gefallen sind. Zum einen eine unerwartete Freundschaft. Wir haben nämlich Emma Watson gesehen, den Harry Potter Star. Ich hoffe, wir sehen gleich die Bilder. Genau, da sehen wir sie. Und zwar mit Sänger Louis Capaldi. Und man wusste, glaube ich, gar nicht, dass die beiden sich so gut verstehen. Aber sie hatten eine Menge Spaß. Und ich glaube, es war auch so schön, die beiden so offen zu sehen, weil sie ist ja wirklich sehr rar, was Öffentlichkeit angeht. Und für ihn war es so einer seiner ersten Auftritte nach seiner Tourabsage, weil er ja wegen seiner Tourette-Erkrankung ja erstmal jetzt seine Tour absagen musste. Ja, ist ja umso schöner im Grunde, dass sie jetzt gemeinsam auf den Rängen sitzen. Barbara, welcher Promi hat denn für Gerüchte gesorgt? Ja, das war Superstar Ariana Grande. Und zwar, ich glaube, war sie erstmals bei Wimbledon. Und man hätte sie, glaube ich, gar nicht erkannt. Mit XXL-Sonnenbrille, Cap und grauem Strickkleid. Sie wurde ja begleitet von Andrew Garfield rechts und links von Bridgerton-Star Jonathan Bailey. Aber es haben eigentlich alle nur auf ihre Hände geguckt. Es hat nämlich ein Accessoire gefehlt, und zwar ihr Ehering. Ui. Eigentlich ist sie ja seit 2 Jahren mit Immobilienmakler Dalton Gomez verheiratet. Aber die Gerüchte halten sich hartnäckig, dass die beiden eine Krise haben. Sie ist ja jetzt wirklich seit Ende letzten Jahres in Großbritannien wegen der Wicked-Verfilmung und er in L.A. Ja. Deswegen schwierig. Ja, okay, haben wir ein Auge drauf. Aber dann war noch einer, auf den hatten auch wirklich alle ein Auge, nämlich die Kameras und die Zuschauerinnen. Da konnte man die Blicke nicht von lassen. Ja, das Tuschelthema neben dem Netz. Um wen geht's? Es geht natürlich um Frauenschwarm Brad Pitt. Man muss es einfach sagen, er wird 60 diesen Dezember und er hat nichts an Sexappeal verloren. Er ist immer noch so jung und lässig und cool. Also man hat das Gefühl, es ist wie in seinem Film Benjamin Button, er verjüngert sich, statt er älter wird. Ne? Also er ist immer noch genauso schön. Er ist ein Knaller, muss man ganz ehrlich zugeben. Ja. Kommen wir zu einem anderen Knaller, vor allem finanziell betrachtet. Wolfgang Porsche, Automilliardär und Prinzessin Gabriela zu Leiningen. Sie zeigen sich jetzt immer öfter gemeinsam in der Öffentlichkeit. Jetzt kaufte er eine Luxusvilla auf Mallorca.
Wolfgang Porsche und Prinzessin Gabriela zu Leiningen. Das Society-Paar des Sommers. Der Milliarden-Autoboss und die 20 Jahre jüngere Prinzessin kennen sich seit langem. Jetzt zeigen sie sich erstmals zusammen in der Öffentlichkeit. Die Society tuschelt schon länger, doch noch ist nichts offiziell. Sicher ist, Wolfgang Porsche lebt derzeit in Scheidung. Jetzt gibt es ein weiteres Indiz. Der 80-jährige Porsche kauft ein Haus auf der Lieblingsinsel der Deutschen, Mallorca. Eine Luxusvilla mit über 1500 Quadratmetern Grundstücksfläche, 4 Gästezimmern, einem Pool und einem traumhaften Blick aufs Meer. Perfekt für romantische Abendstunden zu zweit. Ein Wohntraum für schlappe 20,5 Millionen Euro. Ui, was für eine Okkasion. Wie dürfen wir das deuten, Barbara? Ja, es ist ein ganz klares Bekenntnis zueinander, muss man schon sagen. Gabriela zu Leiningen hat schon lange geträumt, eine Immobilie in Mallorca zu besitzen. Und er hat ihr jetzt diesen Wunsch erfüllt und dieses Haus gekauft. Und zwar sind sie noch nicht offiziell, hey, wir sind ein Paar, diesen Schritt sind sie noch nicht gegangen, weil natürlich seine Scheidung noch läuft. Aber durch ihre Auftritte und auch diesen Kauf zeigen sie natürlich schon, hey, wir gehören zueinander. Okay, wir wünschen natürlich ganz viel Glück an dieser Stelle. Kommen wir zu einem etwas schwierigeren Thema. Ja, da gibt es richtig, richtig viel Knies, muss man sagen. Es geht um Helmut Berger, eigentlich der schönste Mann der 60er Jahre. Im Mai starb er ja in Salzburg. Jetzt zoffen sich im Grunde gleich drei Frauen um das Erbe Bergers. Eine davon hat jetzt ihr Geheimnis gegenüber Bunte gelüftet. Francesca Berger, sie war bis zu seinem Tod mit dem Schauspieler verheiratet. Und im Bunte-Interview verrät sie, jetzt soll plötzlich eine Frau, eine andere Frau, als sie Alleinerbin werden. Rom. In der italienischen Hauptstadt treffen wir exklusiv Francesca Guidato Berger und ihre Tochter Elisabeth Salome. Francesca ist gezeichnet von der Trauer um ihren verstorbenen Mann Helmut Berger. Zu wissen, dass er nicht mehr da ist. Helmut Berger war einer der ganz großen Weltstars, spielte an der Seite von Liz Taylor und Romy Schneider. Als erster Mann ziert er das Cover der Vogue, gilt in den 1960ern und 70ern als schönster Mann der Welt. Am 18. Mai stirbt Helmut Berger in einer Salzburger Seniorenresidenz. Francesca ist nach dem Tod ihres Mannes verzweifelt, das Erbe scheint ungeklärt. Die Echtheit der Ehe in Frage gestellt. Laut Francesca völliger Unsinn, die 64-Jährige zeigt uns den Beweis. Natürlich sind wir verheiratet, das ist unsere Heiratsurkunde. Das Einwohnermeldeamt Roms bestätigt, dass die Ehe vom 19. November 1994 bis heute gültig ist. 28 Jahre sind die beiden verheiratet. Sie kann sich noch gut an den Beginn ihrer Liebe erinnern. Wir haben uns zufällig in einem Nachtclub kennengelernt. Niemand hat uns einander vorgestellt. Ich saß an meinem Tisch und merkte, wie dieser wunderschöne Mann mich aus der Ferne beobachtet. Dann kam er auf mich zu, reichte mir die Hand und forderte mich zum Tanzen auf. Ich wusste nicht einmal, wer Helmut Berger war. Helmut Berger, der Hollywood-Star. Mit 28 spielt er seine Paraderolle Ludwig II. Mit Romy Schneider unter der Regie von Luchino Visconti, seinem späteren Lebensgefährten. Francescas Beziehung mit Berger entwickelt sich alles andere als leicht. Das Schauspielgenie ist nicht nur für seine exzentrischen Ausraster bekannt, sondern auch für seine Bisexualität. Das war für mich ein Tabu. Als ich herausfand, dass er nicht nur männliche, sondern auch weibliche Züge hat, war ich traumatisiert. Schwere Alkoholprobleme und Eskapaden belasten die Beziehung. Francesca trennt sich, bleibt aber weiterhin mit Berger verheiratet. Auch nach Bergers Tod kehrt keine Ruhe ein. Ich habe offizielle Informationen über mehrere Testamente. Sie sollen auf mehrere Frauen ausgestellt sein. Streit um den Nachlass mit mehreren Frauen. Wie ein Schlag ins Gesicht für Francesca. Als Witwe beansprucht sie die Hälfte des Erbes. Das Testament muss offiziell von einem Notar in Österreich geöffnet werden. Deshalb warte ich noch auf einen Anruf, dass es mir offiziell vorgelegt wird. Geht es ihr dabei nur um Geld?
Nein, ich wünsche mir, dass das künstlerische Erbe von Helmut Berger bewahrt wird. Er hatte eine großartige Karriere und war ein herausragender Schauspieler. Ich will, dass er als solcher in Erinnerung bleibt. Und dass die Zweifler endlich aufhören, ihre Ehe in Frage zu stellen. Barbara, warum diese Zweifel? Wer hat denn da noch die Finger im Spiel? Ich finde das eigentlich unglaublich, dass man nach so vielen gemeinsamen Jahren sich auf einmal mit so vielen anderen Nebenbuhlern bei dieser Sache auseinandersetzen muss. Ja, man muss wirklich sagen, es ist ein bisschen kompliziert. Also klar, wir haben dieses Erbe, wo wir aber auch bislang nicht wissen, wie viel steckt dahinter. Also er hat ja seine Wohnung in Salzburg zum Beispiel verkauft, aber soll natürlich noch Tantiemen haben und auch eine Immobilie von seiner Mama. Aber man weiß gar nicht, um was hier jetzt erstmal gestritten wird. Dann haben wir drei Frauen. Wir haben einmal seine Ehefrau, die wir jetzt gerade gesehen haben, mit der er 29 Jahre verheiratet war. Doch sie ist in keinem Testament offiziell benannt worden. Also das ist schon mal so ein bisschen komisch. Aber als Ehefrau stehen ihr eigentlich 50% zu, also der Pflichtteil, wenn ihre Heiratsurkunde offiziell anerkannt wird. Doch dann haben wir das Testament von 2014. Dort, das hat jetzt seine Ex-Freundin vorgelegt, dem Notar, das ist Romina Held, Hotelmanagerin, wo sie bedacht ist. Dann haben wir sein letztes Testament von 2016 und dort taucht jetzt Karin K. auf. Sie ist die Alleinerbin von seinem ganzen Testament. Also sie war seine letzte Freundin die 10 Jahre. Also das ist wirklich unfassbar. Wir bleiben natürlich da dran. Vielen Dank an dieser Stelle, Barbara Fischer.